Langsam reicht's mir. Mit euch. Manchmal 8 Leichen nicht und dann 30 Jahre und... Ich stehe über dir. Danke für den Besuch. Ich bin ein bisschen paranoid jetzt. Ein bisschen. So. Das Ding haben wir jetzt auch erkundet. Fehlt uns eigentlich nur das kleine Teil hier, sonst haben wir alles erkundet. Deswegen gehe ich jetzt gleich da rein. Blutdurst. Du hast den kleinen, wenn du Schaden mit der Rohrtang hinzufügst. Das ist ein Tonikum. Oh, Medical Expert. Trinker, Hackers, nein. Aber fest liegt da ganz viel. Wie Schuss die brauchen. Wo sind wir jetzt? Hier unten. Schlechte Idee. Ah, hier ist eine Kack-Sicherheitsanlage. Hacken. Autohacker. Oh, wie ist das? Alkohol. Kartoffelchips. Leck. Muss doch irgendwo bestimmt den Code herkriegen oder nicht. Ich muss da unten durch. So, ich vernichte mir die Truhe versuch. 102 findest du an 2 möglichen Stellen. Du weißt, dass du schon die Drogen in seinem Labor in der Artemis-Suite in der Nähe ist. Was darüber fehlt, sie glaubt, dass sie geschwungen hat und vermutlich in seinem Penthouse aufbewahrt. Entschuldigung, du bist minderwertig. Ein Nichts. Ich hoffe, es war eine Vergnügliche. Was ist das? Hier hab ich! Scheiße! So. Nur ein B-Foto? Okay. Das Ding müssen wir öffnen. Ich weiß den Code aber nicht. Scheiße, woher kriegen wir den Code? 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 Rette dich vor Fontaine. Von dem in deinem Ton, immer dich an seinen Gedanken zu befreien, aber noch einfach setze dich aus der Mangel. Also, wo ist den Weg finden, dich von der Strahlung deiner Gedanken zu befreien, bevor es zu spät ist? Scheiße, woher kriegen wir den Code? Das war doch hier Tannenbaum. Irgendwas muss es diesen Apartment auf sich haben. Jetzt mir erzählen, was du willst. Kenne ich nichts drauf. Nein. Nein. Nein, nein, nein. 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 Also Zoidberg. Hure. Nein.
Ich habe eine ganz abstrakte Idee. Eine ganz abstrakte. Die hundertprozentig nicht hinhauen wird. Es wäre zu krass, wenn das stimmen würde. Es wäre einfach zu krass. Oh. Das ist Versuch 192, oder? Es kann nicht sein. Nee, niemals. Niemals wird das stimmen, was ich gleich eingeben werde. Was übersehe ich gerade? So, es ist... Nein. Warum kann ich gerade meinen Tab nicht öffnen? Auf M ist es nämlich. 192. 192. Worüber ich mir gerade Gedanken gemacht habe, weswegen ich 5192 eingegeben habe, war, wenn man Versuch 192 abkürzen würde, wäre es V192. Und V ist die römische Zahl für 5. Und so kam ich dann auf 5192. Aber wie ihr gesehen habt, nein. Ey, ich habe keine Ahnung, das kann doch nicht sein jetzt. Wie soll ich denn auf die Kombination kommen? Ich muss da rein, um dahin zu gelangen. Soohyungs Apartment ist das hier. So, ich suche nochmal das Apartment, das habe ich keine Ahnung. Das habe ich keine Ahnung. Sander Cohen. Och, irgendein Hinweis. Irgendein Hinweis. Gib mir irgendein Hinweis. Nichts. Gib mir einen Hinweis, gib mir einen Hinweis, gib mir einen Hinweis, gib mir einen Hinweis. Gib mir nur einen verschissenen Hinweis. Nein, verschissen. Portemonnaie etwas zu dünn. Surgical Savings bietet Ihnen eine erschwingliche Finanzierung für jeden größeren Eingriff. Warum ist das Bild auf dem Boden? Oh Scheiße, das kann nicht wahr sein.
kommst damit durch? Hat niemand eingeladen. Du glaubst, du kannst mich... Danke für den Besuch. Wenn ich dich zu fassen kriege, zeig ich dir mal, wie das hier läuft. Ja, ich mach mal kurz einen Aufnahmestopp und guck hier selber nochmal rum. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich wieder aufnehme. Flup. Okay, ich habe jetzt mittlerweile aufgegeben, habe nachgeguckt, weiß den Code und ich weiß auch, wo man ihn erfährt. Und zwar hier. Sieht so aus, als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Bohnenstange ordentlich gescheppert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Bohnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. 5, 7, 4, 4. Scheiß Bewegungssensoren. Okay. Machen wir mal seinen Zen-Guard ein bisschen ordentlich. Boah. Das hätte ich jetzt ungern eingehen wollen. Wo ist die Knarre? Ein Bär. Ich werde diesen Ort vermissen. Rapture war für Typen wie mich das reinste Paradies. Typen, die dachten, sie wüssten alles. Frauen, die dachten, sie hätten bereits alles gesehen. Schlaue Opfer war mir schon immer lieber als dumme. Da ist es. Weißt du, wenn der Elektrowasser heißt, wie gesagt, ein Elektrowasser sei die Ursprung, war es etwas feucht. Das neue Elektrowasser ist nämlich noch viel besser. Ja, sei denn, schocker nicht. Schockt. Elektroaut, okay. Dann setzen wir es doch gleich mal. Ich dachte, hier wär's. Ist das Zeug? Da. Was ist das denn? Sind verschwunden. Es gibt aber sicher Nebenwirkungen. Such den nächsten Plasmidautomaten, dann können wir die Schäden analysieren. Versuchen, das hat einige Nebenwirkungen. Deine Plasmide sind instabil geworden. Du kannst derzeit nicht darüber bestimmen, welches Plasmid installiert ist. Die Charge Nummer 192 hat deine gesamte Plasmidstruktur neu geordnet. Ich hätte wissen sollen, dass du eine größere Dosis brauchst. Du musst dir noch eine weitere Dosis verabreichen, um die Auswirkungen vollständig zu neutralisieren. Ein heller, schönes Bad. Aber zu offen. Gut. Such jetzt zu Sean's Labor in den Artemis Suites. Dort findest du ohne Zweifel mehr von der Charge Nummer 192. Wo ist das Labor? Er wird uns alle unterstützen. Alles braucht seine Zeit. Nur noch. Die Schnauze. Safe? Boah, was ist in so einem Safe-Hole drin?
Hätte ich mir jetzt mehr von erwartet. Wo ist man jetzt hin? Ziel. Okay. Es verliert mir jetzt mal irgendwelche Plasmide, wie er lustig ist.